Ja, hallihallo, neuer Tag, neues Glück. Herzlich willkommen hier beim Notruf 112 Feuerwehrsimulator. Und ja, ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Es kamen diverse Patches raus. Und ich soll zur Position gehen. Keine Ahnung. Ja, ich bin halt gespannt, was sich geändert hat an dem Spiel. Auf jeden Fall, der Spielfluss oder die Performance ist schon mal definitiv besser, wie ich finde. Also, die Einstellungen hier sind, oder wie gesagt, die Bewegungen werden direkt übernommen, es zieht nicht so nach und die Figuren bewegen sich meiner Meinung nach alle viel besser. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was das so einsatzszenariomäßig ergibt, wenn man vom Übel spricht, dann kommt es schon. Jawohl, wir geben Gas ab zum ersten Alarm. Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand, Einsatz für TLF 2, Dornenkamp. So, da kommt unser Maschinist. Zack, 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 zack. Hier einsteigen und mitfahren. Eieieiei, fast ein Unfall. Aber unser Maschinist hat's drauf. Ich glaube, der hat fahren gelernt. Ja, Leute. Das Spiel an sich völlig in die Kritik ge. Oh, schwerer Unfall. Oh, da müssen wir eigentlich die Null drücken, ey. Eigenunfall. Eieieiei. Aber irgendwie hat das gerade so mit dem Eigenunfall. Schönes Feuerchen. Ja, was heißt schön? Ja, beim Grillen. Ja, bestimmt hier die Oma mit ihrem Öl wieder. Aber komm. Wir wissen doch schon, was zu tun ist. Komm, gib mir hier. Oh, mit Beschriftung jetzt dabei. Super. Flup, 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 flup. Das erste Feuer, das geht hier schnell. Oh, nicht lang schnacken hier. Feuerchen löschen. Oh. Zack, 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 zack. Zack, zack. Oh, mit mehr Erklärung. Ich glaub's nicht, ey. Kleinflächenbrand. Alles schön erklärt hier. Boah. Das fluppt ja heute. Ich bin begeistert. Gehe zum LF einsteigen. Super. Nur der Fahrer kann nicht mehr fahren. Das hat er verlernt. Ja, das war doch mal ein schneller Einsatz. Also, der Patch hat sich auf jeden Fall einsatztechnisch schon mal gelohnt. Zumindest für den Kleinflächenbrand. Ah, nur das mit dem Fahren. Och, Leute. Ah, man muss sagen, die KI fährt schon mal smoother. Also so ruhiger an und weiter und. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Das ändert auch den Spielfluss. Und ja, also ich kann es nicht nachvollziehen, was andere da melden. Also es gibt große YouTuber. Sorry, aber es ist nicht das schlechteste Spiel des Jahres. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, man hat Anlaufschwierigkeiten, aber hey, es ist der erste große Titel, den dieses Studio quasi rausbringt. Das sollte man mal bedenken. Und ja, sie haben sich viel vorgenommen. Sie haben sich vielleicht zu viel vorgenommen. Aber dafür war die Entwicklung echt transparent. Also, ne, die Kommunikation mit der Community war definitiv da. Ja, schöner Einsatzbericht hier. Alleine schon, was Nordrhein-TV da an Videos rausgebracht hat, das war
Das war einfach der Hammer, wie viel Einblick man bekommen hat. Und gut, die wollten Werbung machen für ihr Spiel. Es hat sich ja auch scheinbar echt gut verkauft. Also zumindest sieht man überall hier und da die Leute das Spiel am Zocken. YouTube ist ja quasi überflutet neben Steep einfach mit diesem Game. Und ja, mir würde es noch gefallen, wenn so ein paar Kleinigkeiten mehr einbauen würden. Aber hey, es ist einfach, es ist noch nicht so weit. Aber dafür ist es halt ein. Ja. Sie verbessern es, sie sitzen dran, man merkt es. Also vom Patch zu Patch, es wird einfach besser. Und ja, was will man mehr? Also ganz ehrlich, ich. Feuerwehrmann aus Leidenschaft und ich finde das Spiel klasse. Auch wenn es nicht alles so ist wie in der Realität, aber ey, es muss nicht ein Spiel in alles so sein wie in der Realität. Das wäre ehrlich zu viel verlangt. Das kriegt man noch gar nicht umgesetzt. Also, oh, schon wieder. Abfall- und Containerbrand. Super, wir geben wieder Gas. Achtung, Brandschutz, Containerbrand, Unser Einsatz Weltläufer. für TLF-2. Alles klar. Einsteigen, mitfahren. Wohlfühlen. Aber gucken wir mal, ob er wieder so viele Unfälle baut. Nein, also guckt's euch an. Also er fährt jetzt gerade viel smoother. Vorher war das immer so raus und dann um die Ecke und hast du nicht gesehen und willst du nicht wissen und Eieieiei, Stau, Stau, Stau. Ah, okay. Oh, er fährt erstmal vorbei. Alles klar, aber der Bereich scheint größer zu sein. Gib dich in den markierten Bereich, okay. Da steht eigentlich schon neben ein Rohr vor, aber ja. Wir machen es jetzt mal zack, zack, zack hier. Jo, Wassermarsch, funktioniert der? Komm, lass ihn funktionieren. Naja, funktioniert nicht wie gewollt, aber hey, es ist ein Game. Erste Rückmeldung. Vor allem, ich finde die Töne jetzt schöner. Ah, lass hier den erst löschen. So. Oh, zack. Oh, Feuer aus. Wasser halt. Feuer aus. Jawohl. Ist Schnellangriff. Regulär lässt sich zwischen Voll- und Sprühstrahl wechseln. Ey. Der ist schon wieder, ne, nicht nur die Erklärungen, die sind das Kleinste, aber ey, da ist mal was. Das Spiel meldet sich zurück. Und kommt, ey, das waren jetzt zwei Einsätze hintereinander, das habe ich sonst nie wirklich hingekriegt. Okay, das mit dem Vorfahrt achten ist jetzt gerade ein bisschen happig. Ja. Also, ich verstehe es immer noch nicht. Wie gesagt, ne? Mögen die Leute sagen, was sie wollen, aber die haben einfach keine Ahnung von der Materie. Und ja, so ist es halt. Hä, was muss ich jetzt machen? Also, ich zitiere jetzt nochmal so ein, zwei Sätze daraus oder. Boah, wie bescheuert ist das denn? Ja, Leute. Man kann nicht immer einen großen Titel haben. Sowas wie Landwirtschaftssimulator, der jetzt im Vergleich natürlich besser ist. Ey, die haben jahrelang Erfahrung mit dem Landwirtschaftssimulator. Das ist jetzt Version, ich weiß nicht, 11, 13, 15, 17, das ist die vierte oder fünfte Version.
Also, da ist das natürlich anders. Und der Publisher kann da jetzt auch nicht für. Aber das Entwicklungsstudio, das ist halt nicht so weit. Das ist halt nur ein kleines Studio. Und ja, meine Güte, dafür ist das Spiel echt gut. Also keine Frage. Klar, die mit den 25 Euro, die man bezahlt hat, es ist zu teuer für 25 Euro, sehe ich ein. Bin ich ganz bei den Leuten, die sagen, oh, ja, 25, 19 Euro hätten es auch getan, ne? Also 5 Euro zurück, also Ablass oder so. Aber hey, ich habe Spiele gesehen für 30 Euro, die waren schlechter. Die waren viel schlechter. Und ja, da kann man, also, da kann man hier ehrlich nicht meckern. Ganz, ganz ehrlich. Wie sieht's hier aus? Ja, was man sich noch überlegen könnte, was vielleicht geil wäre, schön wäre. Oh, wir haben ein großes Ding. Meldealarm Cut 1. Okay. Wir machen nur mal Wassertruppenmann. Achtung, Angriffstruppenmann, nicht Wassertruppenmeldeanlage. Einsatz für ELW, LF24, DLK2312, TLF1, RTW1. Oh, wo sitzen wir? Ach, wir sind durchgerückt. Ach, der Chippy vor uns ist nicht da. Oh. Das Ausrücken ist auch sehr schön. Die KI macht Platz, das passt. Oh, den Supermarkt hier kennen wir auch. Gucken wir mal. Ja, hinten der RTW. Ich komme heute irgendwie immer durcheinander. Der RTW braucht auch noch ein Stückchen. Ja, passiert. Oh. Der RTW hat sich angeschlossen. Wir steigen mal aus. Warten auf Anweisung. So, der erste. Der Einsatzleiter rennt los, ja. Ist wieder ein Fehlalarm, das kennt man ja schon. Wär auch mal schick. Oh, gehe zum Halligen-Tool. Oh, eh. Oh, die Sensibilität haben sie auch erhöht. Das ist natürlich echt genial. Ja, so den Weg, wo man hin müsste, wäre vielleicht mal geil zu sehen. Aber ich weiß es ja jetzt, wir haben es schon mal gespielt, den Einsatz hier. Und deswegen gehe zu. Oh, ja genau, wir hauen da einfach mal drauf, genau. Und die Hitbox von dem Ding ist einfach mal ein bisschen verschoben gewesen. Ja, aber Leute. Passiert. Ja, komm. Drei Schritt schneller kannst du gehen. Ein Gruppenführer sitzt drin. Oh, der Gruppenführer hat kein Gesicht. Jetzt ist kein Gruppenführer mehr. Jetzt ist kein Gruppenführer. Jetzt ist Gruppenführer. Jetzt kein Gruppenführer. Jetzt ist Gruppenführer.
Oh, Kuh, weg damit. Super. Rolltor schließen. Reinsetzen. Alles gut. Ja, liebe Leute. Jetzt auf der Rückfahrt verabschiede ich mich von euch. Wie gesagt, ist für mich nicht das schlechteste Spiel dieses Jahr. Da gibt es deutlich schlechtere. Auch für den Preis. Naja, man kann drüber streiten. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst doch gerne mal ein paar Themen da, über die man quatschen kann. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin. Euer P-Freak. Tschüss.